ein paar offene Worte. Ja, worum geht's heute? Es geht um allerhand, was diesen Kanal betrifft und ja, das, was ich hier so tue. Und natürlich geht es auch um Landschaftsfotografie, aber heute tatsächlich auf eine nicht ganz so humorige und vielleicht auch nicht ganz so unterhaltende Art und Weise. Wenn ihr in der Richtung was sucht, klickt am besten gleich weiter, denn da werdet ihr hier nicht glücklich werden. Ich habe vor ziemlich genau einem Jahr angefangen, hier die Videos auf YouTube reinzustellen. Also das erste Video wurde am 7. August veröffentlicht und das habe ich ein paar Tage vorher gedreht. Also das muss eigentlich so ziemlich genau in dieser Woche jetzt gewesen sein, Ende Juli, Anfang August. Mit anderen Worten, ich habe da jetzt ein Jahr hinter mir und laut der Liste, die ich hier habe, habe ich offensichtlich 77 Videos gemacht. Mit anderen Worten, in einem Jahr eigentlich so 1,5 Videos in etwa pro Woche. Status ist, dass ich damit noch nicht mal ganz 100 Abonnenten erreicht habe. Vielleicht bist du einer von den Abonnenten. Wenn das so ist und du noch hier zuhörst, dann bedanke ich mich jetzt in aller Form und ganz herzlich dafür, dass du mich abonniert hast und dir das hier auch anguckst, denn das zeigt natürlich, dass du in irgendeiner Form Interesse daran hast. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass meine Vorstellung gewesen ist, dass das mehr als 100 Leute in einem Jahr erreichen kann. Vielleicht ist es naiv gewesen. Mag sein, die Zeiten, in denen man da mit relativ geringem Aufwand relativ schnell viele Leute erreichen kann, sind wahrscheinlich tatsächlich auf YouTube auch vorbei. Inzwischen ist es halt tatsächlich so, dass da eine Menge Leute drin sind und ich vermute, dass da auch in vielen Bereichen viel mehr Geld im Hintergrund ist, als man das so glaubt. Aber das ist eine andere Sache, über die möchte ich mich jetzt hier gar nicht auslassen. Tatsache ist nur, dass ich diese Videos gerne gemacht habe und ich eigentlich auch nach wie vor glaube, dass da der ein oder andere Inhalt dabei ist, der in irgendeiner Form ganz interessant ist. Mit den Möglichkeiten, die ich habe, mit dem Aufwand, den ich betreiben kann und mit den Fähigkeiten, die ich vielleicht auch habe, ist eben das möglich und ich werde damit auch weitermachen. Das ist jetzt also nicht so, dass ich vorhabe, damit aufzuhören. Also keine Angst, das ist hier jetzt keins von den Abschiedsvideos von YouTube, die es ja doch auch gar nicht so wenige gibt, wie ich irgendwie feststellen durfte. Es ist ja tatsächlich so, wenn man irgendwie eine Weile, ja, vielleicht auch den einen oder anderen verfolgt auf YouTube, ist es so, dass die entweder sang- und klanglos verschwinden und man hat ihnen vielleicht irgendwann mal ein Abo gegeben und auf einmal fällt einem auf, dass man von denen Monate oder Jahre lang nichts mehr gehört hat. Oder aber die ziehen sich halt ganz offiziell zurück. Was ich relativ gut verstehen kann, auch na, wenn das zum Teil Leute sind, die, muss ich echt sagen, echt gute Sachen gemacht haben. Daran liegt es echt nicht. Und zum Teil auch wirklich für meine Begriffe oder wenn man vielleicht auch so eine Basis von 100 Abonnenten, die es bei mir geworden sind, zugrunde liegt, unglaublich erfolgreich waren. Also es sind zum Teil auch Leute, die wirklich durchaus ihre 1000 oder ihre 3000 Abonnenten hatten und die dann irgendwie anscheinend trotz allem irgendwie der Meinung sind, das reicht nicht und dann lassen sie es eben. Will da keinem reinreden, kann das gut verstehen. Aber naja, die Maßstäbe sind doch halt auch sehr unterschiedlich. Weswegen ich das heutige Video hier mache, ist, um euch da eigentlich auch nochmal kurz auf den aktuellen Stand zu bringen. Das ist, wie gesagt, so, dass ich jetzt ein Jahr da doch auch relativ viel Zeit und Energie reingesteckt habe und auch relativ viel ausprobiert habe. Also es ist ja durchaus so, dass ich da irgendwie unterschiedliche Dinge gemacht habe, auch unterschiedliche Themen angesprochen habe und festgestellt habe, dass es eben tatsächlich genauso ist, wie das
auch viele andere sagen, dass eigentlich so die Themen, die mich interessieren und die mich irgendwie selbst irgendwie faszinieren, offensichtlich, naja, ein bisschen schwierig unter die Leute zu bringen sind. Also wenn du das dir hier gerade anguckst, dann gehörst du wahrscheinlich zu den wenigen, die sich irgendwie ein bisschen eingehender mit einigen Dingen in der Fotografie beschäftigen. Die meisten sind eben tatsächlich eher darauf aus, da in irgendwelcher Form technische Informationen beziehungsweise eben schlicht und ergreifend Kauftipps zu bekommen. Und das ist irgendwie eine Sache, die ich, naja, nicht so wirklich bedienen kann und auch nicht bedienen will. Das ist aber auch gar nicht so der Hauptgrund dafür, dass ich mich jetzt letztlich ein Stück weit ja, gezwungen fühle und mich dafür, ja, ich mich auch so entschieden habe, hier in Zukunft vielleicht tatsächlich selbst für meine Verhältnisse ein bisschen kürzer zu treten. Das ist so, dass ich fortan wahrscheinlich wirklich nur noch so alle ein, zwei Wochen mal ein Video hochladen werde. Vielleicht gibt es auch mal größere Pausen, die ich bestimmt auch irgendwie nutzen werde, um was anderes zu machen. Denn es ist so, dass sich mehrere Dinge jetzt ergeben haben. Einmal im Laufe dieses einen ganzen Jahres und einmal auch jetzt aktuell in meinen persönlichen ja, Lebensumständen. Was ich in diesem einen Jahr gemerkt habe, ist tatsächlich, dass es recht schwierig ist, gleichzeitig zu fotografieren und Videos über das Fotografieren zu machen. Es sind also wirklich zwei verschiedene Dinge und in dem Moment, wo man sich halt darauf konzentriert, ja, Videos irgendwie zu produzieren, das ist leider Gottes wenigstens bei mir so, dass die Qualität und auch die Häufigkeit schlicht und die Intensität, Fotos zu machen, doch ein bisschen darunter leidet. Und ich muss zugeben, dass mir eigentlich die Fotos trotz allem eigentlich wichtiger sind. Mit anderen Worten, ich werde sicherlich weiterhin fotografieren, daran wird sich nichts ändern, aber ich werde das jetzt auch öfter mal machen, ohne dass ich da in irgendeiner Form die Videokamera mitschleppe und dann noch ein Video drehe. Und ja, das ist, glaube ich, irgendwie so diese eine Sache, die ich gelernt habe letztlich auch in diesem einen Jahr. Die zweite Sache ist, dass leider Gottes sich jetzt gerade in den letzten wenigen Wochen bei mir ein paar Sachen geändert haben, beziehungsweise ja, passiert sind, die noch nicht mal gar nicht, ja, die betreffen nicht mal mich selbst, sondern meine Partnerin, die ja leider eine sehr schwere Krankheit hat, die diagnostiziert worden ist. Und ja, das ist natürlich so, dass das schlicht und ergreifend wichtiger ist, als irgendwelche Videos zu drehen. Und ich brauche jetzt vermutlich in der nächsten Zeit eine ganze Menge Energie, um da halt unterstützend ja, tätig sein zu können und einfach für sie da zu sein. Und logischerweise ist das eine Sache, die Nerven kostet, die Energie kostet. Und diese Energie habe ich dann schlicht und ergreifend nicht mehr für die Videos. Und ich muss sagen, bei der Fotografie ist es tatsächlich so, dass ich selbst irgendwie den Eindruck habe, dass ich da Kraft schöpfen kann. Also es ist gerade bei der Landschaftsfotografie für mich eigentlich so eine ganz zentrale Sache, dass man eben dadurch, weil man tut, was man liebt, Kraft schöpft, Energie schöpft und eigentlich gestärkt aus so einem Tag herausgeht, wenn man ja schön fotografiert hat, wenn man sich mit Landschaftsfotografie beschäftigt hat. In dem Moment, wo man Videos dreht, dabei parallel oder halt auch nur Videos dreht. Also bei mir jedenfalls ist es nicht so, dass das irgendwie einen entsprechenden Effekt hat oder hätte. Also es ist so, dass das relativ anstrengend ist und ich da nicht diese Art von Beflügelung und diese Art von ja letztlich Energieschub fühle, den ich halt tatsächlich manchmal habe, wenn ich fotografieren gehe. Deswegen ist es also auch hier so, dass das so ist, dass das nochmal unterstützt, dass diese Verschiebung weg von den Videos und hin zu der eigentlichen Fotografie bei mir tatsächlich jetzt einfach stattfinden wird. Vielleicht versteht der ein oder andere von euch das sogar. Also ich denke mir mal, dass ja, ihr vielleicht ja auch Fotografie betreibt deswegen, weil ihr den Eindruck habt, dass euch das Kraft gibt. Und ich glaube wahrscheinlich würdet ihr dann auch in dem Moment, wo ihr den Eindruck habt, dass andere Dinge euch die Kraft da abziehen, das Ganze vielleicht dann nicht mehr ganz so intensiv betreiben. Ja, das ist, was hier jetzt geschehen wird.
Ich fand es so für mich wichtig, hier innerhalb eines Videos mal so kurz über dieses eine letzte Jahr zu sprechen, um euch irgendwie da auf dem Laufenden zu halten, damit ihr einfach wisst, was abgeht. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr trotz allem irgendwie euer Abo aufrechterhaltet und ja, überhaupt auch zuguckt nach wie vor. Darum geht es ja. Und vielleicht das eine oder andere, was ich da so erzähle, was wahrscheinlich eine ähnliche gemischte Kiste bleiben wird, wie das bis jetzt so gewesen ist. Ja, dass ihr das vielleicht irgendwie verfolgt und dass euch das irgendwie gefällt. Ja, und dass da vielleicht halt auch in irgendeiner Art und Weise ein Feedback kommt. Also auch hier nochmal die Bitte oder der Aufruf auch gerne irgendwie in der Kommentarfunktion hier irgendwie was zu hinterlassen. Vielleicht auch einfach wirklich Wünsche, was euch irgendwie vielleicht gefallen würde oder was euch interessiert. Wie gesagt, es kann sein, dass es dann immer ein bisschen dauert, bis da tatsächlich was passiert, weil ich gar nicht so schnell dazu komme oder weil irgendwie was anderes gerade bei mir im Leben letztlich einfach wichtiger ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich da ganz offen bin für alle möglichen Vorschläge. Von daher nochmal die Ermutigung. Es ist ohnehin so, also auch hier so was Kommentar und Diskussion angeht, habe ich tatsächlich gedacht, das wäre schön gewesen, wenn da ein bisschen mehr passiert, weil ich eigentlich doch, bilde mir ein Mensch bin, der da gerne irgendwie sich auch austauscht und der das gerne so ein bisschen zweiseitig betreibt. Das ist ja so, dass eigentlich das Reizvolle bei YouTube ist und vielleicht gerade auch bei so kleineren Kanälen, wie ich einer bin, dass man eben tatsächlich in irgendeiner Form sich austauschen kann und dass man da in irgendeiner Art und Weise in beide Richtungen kommunizieren kann. Oftmals ist es anscheinend doch so, dass andere das, naja, also den Schwerpunkt nicht so sehr auf dem U von YouTube, sondern mehr so auf dem Tube von YouTube haben. Mit anderen Worten, die hängen sich halt davor und lassen sich berieseln und sind da ganz passiv. Würde mich freuen, vielleicht gibt es ja doch irgendwie den einen oder anderen, der da sich ein bisschen herausgefördert fühlt, doch auch ein bisschen aktiv zu werden und da in irgendeiner Form nochmal in die Kommentare reinzugucken. Ja, so viel dazu heute. Das war's tatsächlich jetzt schon. Ich trinke mir jetzt noch hier einen schönen Schnaps. Irgendwie kann ich den im Moment tatsächlich gebrauchen. Könnt ihr euch vielleicht denken. Und schau mal, wann wir uns wiedersehen. Das ist jetzt ja so gewesen, dass ich eigentlich immer so geschlossen habe mit dem, wir sehen uns ganz bald wieder. Kann sein, dass es jetzt durchaus auch mal 2-3 Wochen dauert, bis wir uns wiedersehen. Aber trotz allem freue ich mich natürlich, euch dann in künftigen Videos wieder begrüßen zu dürfen hier als Zuschauer in alter Frische. Und ja, bis dahin verbleibe ich dann einfach mal. Macht's gut. Tschüss.